Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. Ich weiß, dass da gerade diese Armee ist. Das heißt, das wird gleich richtig anstrengend. Oh ja. Hoho, das wird richtig anstrengend. Egal, die kriegen wir alle irgendwie nieder. Wir können jetzt ausweichen. Haha, ich bin ausgewichen. Ich bin nicht ausgewichen. Aua, ich habe voll kassiert. Aua. Sag mal, was ist denn jetzt hier? Tschüss. Schlag zu. Ja, sehr schön. Ich habe auch Wurfmesser, fällt mir gerade ein, aber ich benutze sie so selten. Ich finde Wurfmesser, muss ich sagen, bis jetzt, wir haben sie ja ein, zwei Mal im Training ausprobiert, fast schon langweilig. Bist du ein Templer oder bist du so ein Truppenführer? Oder sind Templer auch Truppenführer? Ich weiß es nicht. Aua. Mal deine Griffel von mir weg. Was ist mit dir? Du sollst deine Griffel weglassen. So, sprechen wir miteinander. Ein Mönch? Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Peinliche Stille. Hätte ich jetzt aber an der Stelle auch gehabt. Wie war das? Ein Mönch mit, wahrscheinlich also ein katholischer Mönch mit Kindern? War das im Mittelalter noch erlaubt? Ich meine doch, die sind eigentlich kinderlos. Was ist denn da wieder los? Gut, gut, klar, ne? Man kann natürlich auch sagen, hier gab im Mittelalter oder vielleicht sogar aktuell, man weiß es nicht, viele uneheliche Kinder, auch von Mönchen. Aber das, ne? War jetzt gerade schon sehr auffällig, dass er von irgendwelchen Söhnen spricht und die peinliche Stille danach, nach der Unterhaltung. So, oh, ich habe ihm gerade als Mönch gesagt, dass ich Söhne habe. Es war wahrscheinlich nicht so schlau, da gerade diese peinliche Stille sehr schön reingepasst. Wunderbar. Okay, hier haben wir alles. Aussichtspunkt, Bürger retten und noch mehr Aussichtspunkte. Da haben wir jetzt erst den Aussichtspunkt, danach retten wir den Bürger. Ich habe bloß gerade irgendwie Bedenken, aber vielleicht ist das auch unbegründet, dass wir eventuell ein oder zwei Bürger so richtig genau halt von Hand suchen müssen, klingt in dem Zusammenhang auch irgendwie merkwürdig, aber im Sinne davon halt, dass sie durch keinen Aussichtspunkt aufgedeckt werden, wir dann halt wirklich manuell jede Gasse durchsuchen müssen. Also ist kein Ding der Möglichkeit, aber ich sag mal doch vielleicht der ein oder andere Zeitfresser. Sag mir, dass du da hochkommst. Wunderbar. Ich würde gerne diese Zitadelle wieder verlassen. Oh, das, ja, wie bei dem Typen aus dem Händlerviertel. Der größte Gegner war eigentlich meine Wegfindung. Das ist ja also, oder? Hier haben wir nichts, was meinen Sturz abfangen könnte. Das heißt, wir müssten... Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ja, ich will mich auch nicht aufhalten. Ich will ja bloß raus, aber ich will den Ausgang nicht. Hier ist nichts. Das war nicht persönlich gemeint. Kann ich hier nirgendwo runterspringen, so schnelle Welle oder so, vielleicht? Oh, warte mal. Das habe ich jetzt gar nicht realisiert, nämlich die... Oh, 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 oh. Da muss ich auch gleich nochmal... Schaffe ich es, da rüber zu springen? Komm, ich will es ausprobieren. Balla, aber hier schaffe ich es, da rüber zu springen. Mist, müssen wir hier nochmal hoch. Weißt du was, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir die doch einfach mit. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Ich wäre schon längst weg gewesen, hätte ich nicht wegen dir anhalten müssen. Nee, nicht dahin, sondern... Da sind wir schon zu weit, ne? Genau, müssen wir da drüben hin. Und ich glaube, da vorne war irgendwie wieder so ein heraushängender Holzbalken, wo man vielleicht in der Nähe ein Dings finden kann. Ein Heuballen oder so. War hier nicht irgendwo einer? Oder war das nur... Ach, ich will jetzt hier nicht runterfallen. Na gut, wir haben hier die Gerüste. Ach, na gut, schauen, wenn hier gerade das Ding... Ah, wenn hier gerade das Ding... Geh mal hier hoch. Repariert wird, dann könnte man hier quasi... Was magst du denn? Dann könnte man hier quasi auch entlang springen. Und von hier, von Höhe zu Höhe quasi kommen. Oder halt jetzt dann hier eben auch wieder zurück. Das einzige Problem ist jetzt natürlich hier. Was ist, wäre ich hier wieder zurückgesprungen? Wir haben mittlerweile schon 6 Balken in der zweiten Reihe. Ich glaube, der 6. kam dazu, als wir... Wir müssen in diese Richtung. Als wir wieder mal optional Ziele abgeschlossen haben, weil wir so fleißige Füchse sind. Halt! Na, wegen dem habe ich nicht angehalten, aber gleich mal für die Flagge.
Schon 5 Stück, das ist schön. Gehen wir hier mal wieder hoch. Geht vielleicht dann über die doch ein Stückchen schneller. Aber dass hier immer noch ewig viele Leute unterwegs sind, die einen ständig boxen, wenn man denen vorbeiläuft, das ist fast ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Alles andere wäre natürlich auch langweilig, wenn ich wenigstens ein bisschen Herausforderung dabei wäre. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, woher diese Boxer die ganze Zeit kommen. Jetzt haben wir da noch eine Flagge. Nehmen wir alles sofort mit. 6 von 34, das ist hoppala, na, 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 na. Oh, zum Glück können wir uns mittlerweile festhalten. Das könnte auch der Skill sein, den man für die letzte Richard-Flagge braucht. Ich habe wahrscheinlich bloß vergessen, im rechten Moment mich da festzuhalten. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Also, ist nur eine Vermutung, müsste ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Wie gesagt, spätestens nach den nächsten, also zwischen den nächsten beiden Erinnerungsabschnitten. Ich habe übrigens ein Gefühl, weil wir jetzt hier 3 Attentatsziele uns holen können und ansonsten immer nur 2, dass wahrscheinlich nach 3 Attentatszielen wir wieder rausgerissen werden, also zwischen 2 Gedächtnisabschnitten. Und dann kommt, ja, das Ding überhitzt leider wieder, wir können wieder bloß die normale Anzahl an Attentats zielen. Ja, ne? Liegt auf der Zunge, dass man dann quasi nur... Na, Mensch, reden und gleichzeitig laufen, sehr schwierig. Dass man nur wieder 2 Attentatsziele machen kann. Und dann ist man natürlich auch bald durch. Und dann kommt, keine Ahnung, eine große Showdown, wo ich dem Typen einfach... Heißt, ich habe keine Ahnung, wie der erste Teil hier endet. Vielleicht dürfen wir auch wirklich 1 gegen 1 gegen diesen dämlichen Professor boxen. Ne? Und dann wäre doch schon eigentlich für mich... Ja, das wäre für mich quasi nochmal on top auf dieses Let's Play, um drauf, dass ich ihm einfach nur die Backen vollhauen kann. Bin ich schon wieder durch eine Flagge durchgelaufen. Aber gut, mit dem will ich mich hier gar nicht so sehr beschäftigen. Der kriegt hoffentlich noch sein Fett weg. Das da würde ich gerne mit ihm machen. Ich meine, wenn wir jetzt diese ganze Erinnerung nacherleben, können wir vielleicht über unsere DNA auch hier diese ganzen Skills quasi nehmen. Oder halt nehmen im Sinne von... Ja, halt durch die DNA quasi auch solche coolen Skills quasi für uns selber in der echten Welt freischalten. Wäre natürlich hilfreich. Hier dürft ihr euch nicht... Dass der immer wieder reinfunken muss, oder einer von den Schützen. Ist hier irgendwo so ein Balken zum Draufklettern, wenn man hier wieder runterspringen möchte oder so? Ich sehe gerade keinen. Ach, da nehmen wir den. Oh, da sind sogar Wachen, die irgendwie ein Viertel oder irgendwas bewachen. Interessant. Interessant, interessant. 7 von 11 Aufsichtspunkten. Wir kommen flott voran. Wir haben noch 4 Aussichtspunkte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur an mir liegt, aber irgendwie, ich glaube, wir haben einen Dorfbewohner, einen Bürger selber gerettet. Aber ansonsten, bis auf die Aussichtspunkte, wirkt die Karte irgendwie ziemlich leer. Oder bilde ich mir das gerade ein? Also was heißt, leer ist vielleicht verkehrt beschrieben, aber im Vergleich zu den Armenvierteln in Akon und Damaskus jetzt zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass da auf mehr Fläche oder dass auf der gleichen Fläche weniger zu tun ist, wenn ich es im Verhältnis setzen würde, zu hier irgendwie. Vielleicht täuscht es auch bloß, weil wenn man vielleicht das erste Mal eine Stadt betritt, dass dann alles natürlich viel ja, intensiver ist von den Eindrücken und so weiter, aber irgendwie... Ich bin mir da nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Na. Rein damit dir. Ach nee, warte mal, kann ich dich hier reinschmeißen? Ah, ich müsste dich auch treffen. Hier rein vielleicht? Ah, siehst du? Ja, da kam ich mit der Rückhand wieder, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Da hat es ihm sogar böse die Wirbelsäule durchgeknackt, so wie er zusammengefallen ist. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Kein Problem, wir helfen doch gern. Sehr schön, auf zum nächsten Punkt. Aber nee, wie gesagt, kann auch sein, dass es eventuell halt, da lang muss ich, dass es eventuell nur täuscht. Natürlich muss ich wieder dahin, wo die meisten Wachen sind, war klar.
Aber gehen wir einfach mal hier rum. Gut, es kann auch sein, dass es vielleicht nur von den Aussichtspunkten her ist, weil wir haben 3 oder 4 Aussichtspunkte aufgemacht. Da war ja gar nichts an zusätzlichen Zielen, an Bürgern, an sonst irgendwas drin. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wie haben wir eigentlich noch? Ne, das ist, glaube ich, auch weniger, oder? Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziele und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es ist alles gleich. Okay. Ah, es kann sein, dass ich vielleicht durch die Flaggen schnell durchgesprungen bin. Gut, bei den Schützen haben wir ein bisschen gebraucht. Der Riss ging vielleicht auch ziemlich schnell. Vielleicht auch nur, weil wir die Neben... Also es sind schon Hauptquests, aber weil wir diese Mini-Aufgaben schneller abgeschlossen haben. Ah, verwirrend. Aber trotzdem für, sagen wir mal, 2007 und für den ersten Teil und so weiter ist das Spiel schon sehr umfangreich. Das würde ich hier in keinster Weise irgendwie schmälern wollen. Also so jetzt mein persönlicher Eindruck. Aber wie gesagt, es wirkt manchmal so ab und zu habe ich so das Gefühl, so ein oder zweimal wirkt es vielleicht ein bisschen ausgedünnt, um das hier nochmal zu sagen. Da bin ich jetzt sehr weit gekommen durch das Hin und Her eiern. Ah, da kann ich vielleicht hochklettern. Nein, aber vielleicht auf der anderen Seite. Ignoriert mich, ich bin ein vorzeitlicher Freeclimber oder so ähnlich. Da können wir hochschauen. Na, jetzt, der Stein ist direkt vor dir, du musst ihn nur greifen. Gut, dann gehen wir über die Schießscharten. Noch ein Stück hier. Auf zu den Streben und dann sind wir doch eigentlich fast schon... Ja, ich würde sagen, na, eventuell die Hälfte könnte es sein. Ach ne, wir sind tatsächlich fast schon oben. Muss ich da lang? Ich glaube schon. Ja, sehr gut. Sogar mit einem kleinen Vogelhäuschen. Sehr schön. Und ein weiterer Aussichtspunkt. Oh, schön mit der Zitadelle. Acht von 11 Punkten. Es mehrt sich langsam. Was bist du? Marktstände zerstören. Na komm, mehr damit. Aber erstmal muss ich... Wo ist denn? Ich sehe ihn zwar nicht, aber wir springen einfach mal. Oha, das ging jetzt aber sehr knapp am Kopf vorbei. Das wäre was gewesen. So, wir sind wieder da. Wir müssen Marktstände zerstören. Lass mich hier mal durch. Ich hoffe mal, es wird nicht wieder vergammeltes Fleisch an kleine Kinder verkauft. Hört mir zu, Alter hier. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Wäre es ja nicht sinnvoller, die Händler zu töten, anstatt die Marktstände kaputt zu machen und den Marktstand einfach wieder einen der anderen Händler zurückzugeben? Aber gut, Details. Pass mal auf, ich kann noch hier in den Kampfmodus hier reinschlagen, den nehmen und in den Marktstand. Wieso denn jetzt in die andere Richtung? Nimm doch den und hau den da in den Marktstand, mein Freund. Wunderbar, erledigt. Und dann gehen wir mal hier rüber. Pass mal auf hier. Rein mit dir in den Marktstand. Und jetzt muss ich hier aber schauen, dass ich ganz schnell wegkomme. Wobei ich... Na, ich krieg die in der Zeit wahrscheinlich nicht kaputt, oder? Ja, ich habe nicht verloren, aber ich habe nicht so viel Zeit. Habe ich hier irgendwie noch Marktstände oder so? Nee, au. Au, nee, das sind zu viele, warte mal. Wobei, jedes Mal, wo ich einen niederstrecke, meine ich, man könnte es vielleicht doch noch schaffen. Nee, das wären zu viele. Pass mal auf hier, das beenden wir mal ganz schnell. Mal hier ganz schnell weg. Ich muss irgendwo in Deckung gehen. Ganz schnell irgendwo in Deckung gehen. Lass mich hier mal durch. Hier war doch irgendwo... Nee, ich werde immer noch gesehen, verdammt. Kann ich hier oben schnell irgendwo in Deckung gehen? Ich glaube, fast das Informantending müssen wir nochmal machen. Bewegung,
Ich sag, wir haben uns versteckt. Ich hätte hier wirklich... Naja, wobei von der Zeit hätte es wahrscheinlich auch gereicht, die alle platt zu machen. Jetzt muss ich bloß kurz warten, bis sie so halbwegs alle endlich mal weg sind. Könnte reichen. Ich habe mich geschert. So, jetzt aber schnell. Danke für eure Hilfe, Alter hier. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. Ja, keine große Sache ist so ein, ist so eine Sache. Weil, wobei ich hätte vielleicht echt die Leute niedermetzeln können, das wäre schneller gegangen. Oder ich hätte auch einfach Dorfbewohner da reinschubsen können. Kampfmodus auf einen Dorf, oder auf einen Zivilisten. Und hätte die dann reinschubsen können. Ah, ärgerlich. Dass er da einfach irgendwie von ganz oben wieder runterspringt auf so ein kleines Podest zwischen zwei Treppenstufen. Das war jetzt schon wieder sehr merkwürdig. Das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Wir haben eine weitere Erinnerung gesammelt. Es gibt nur noch eine, okay. Wilhelms Männer fürchten seinen Misserfolg und wagen es nicht, den König um Hilfe zu bitten. Warte mal, was? Ich muss nochmal drüber nachdenken, wenn ich den Satz lese. Wilhelms Männer fürchten seinen Misserfolg und wagen es nicht, den König um Hilfe zu bitten. Okay, also Wilhelm sollte sagen, der kriegt es nicht hin, aber wir trauen uns nicht, Richard Bescheid zu sagen. Okay, sie sprechen von einem anderen Mann im Hafen, doch auch dieser scheint nicht ihr Vertrauen zu genießen. Es herrscht eine Unsicherheit, die die Männer paranoid macht und mir meine Arbeit erschwert. Das dachte ich mir fast. Ja, das sind wahrscheinlich dann die ganzen Leute, die hier rumlaufen und die anderen Leute dann schubsen, weil die langsam paranoid werden. Würde mich nicht wundern. Da wurde dir bestimmt was ins Essen gemischt und da hat das Spiel kurz geleckt, aber es läuft trotzdem weiter. Es ist nicht abgestürzt. Wer sieht mich? Oh, Junge, lass mich doch mal hier in Frieden. Nein, 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 nein. Du darfst gehen. Tschüss. Da habe ich schon fast gedacht, ich falle wieder nach unten weg. Wo haben die mich denn jetzt wieder gesehen? Da muss ja unten einer den Bogenschützen gesehen haben, dann muss er mich gesehen haben. Und dann muss er mich sofort wieder aus dem Augenwinkel verloren haben irgendwie. Na gut. Ihr dürft nicht hier sein. Also bei Gelb sagt es doch keiner, sondern schießt direkt auf mich. Wer hat mich denn jetzt wieder gesehen? Alles sehr verwirrend gerade im Moment. Ich sehe hier auch keinen. Da unten steht einer, ja. Aber ansonsten... Egal, solange es alles noch gelb ist, kann ich direkt, auch wenn ich ihn von hier aus nicht... Doch, ich sehe ihn. Direkt in den Heuband reinspringen. Also man kann ja auch reinspringen, ohne dass man den selber sieht, aber... Na, ist natürlich nicht verkehrt, wenn man weiß, wohin man springt, habe ich gehört. Da, ein weiterer Bürger. Ich habe jetzt noch zwei Bürger auf der Karte und zwei Aussichtstürme. Kommt es hin mit den zusätzlichen Erinnerungen? Zwei Türme, das passt, die sind immer zu sehen. Nun, drei Bürger. Gut, aber der letzte wird wahrscheinlich dann von den... Was? Wieso? Der letzte wird dann wahrscheinlich von den verbleibenden zwei Türmen aufgedeckt. Ach, genau. Ich renne einen rein und das macht mich sofort verdächtig, oder was? Ah, wow, yo. Nee, ich habe eher Angst vor der Steuerung manchmal. Weil die mich vor unlösbare Probleme stellt, aber ansonsten geht's eigentlich. Ich hasse ja Leute, die immer meinen, sie können unaufgefordert von der Seite angreifen. Rein mit dir da. Natürlich hau ich wieder in die andere Richtung. Oh, da habe ich ihn auf einmal durch eine Flagge... Oh, da ist eine Flagge, ich nehme die Flagge. Los, gib die Flagge. Dankeschön. Schon 8 Flaggen gesammelt. Wunderbar. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Das werden wir wohl nie herausfinden, was die mit ihr vorhatten. Es sei denn, sie lässt sich nochmal gefangen nehmen, aber das würde ich tendenziell jetzt nicht so begrüßen. So, gehen wir mal hier hin. Halt, hier lang möchte ich. Lass das los. Lass das, ich hasse das. Wunderbar. Der nächste Aussichtspunkt, der müsste hier oben irgendwo sein. Entschuldigung, ich muss da durch. Kann ich hier hoch?
Bürger retten ist ja auch irgendwo, aber gleich, alles zu seiner Zeit. Die